Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Part vom Warzone Let's Play. Es ist momentan nicht so viel los. Hier ist Eisenhand, cool. Und sonst nichts. Jo, ich bin wieder sehr motiviert, Regnum zu spielen. Ich habe gestern eigentlich einen Livestream noch geplant, aber wir waren so mega in der Unterzahl, dass hier ungefähr, weiß nicht, 40 Sürzen waren mit irgendwie 20, 30. Schon wieder ein Jäger. Hey. Igen, die halt ihr einfach das Vordersürzen. Jo. Gottchen. Hey, ich bin sowas von passiv gerade. So, erstmal einen Taser schreiben. So. So, Dylas ist auch wieder ein Jäger. Es sind ganz viele Syrten immer Jäger oder Barbaren. Wieso? Was wollen die machen? Also wir werden gerade ein bisschen abgelenkt. Ich wollte eigentlich, ja ich wollte aber eigentlich kurz mich heilen, wenn das gehen würde. Ich heile mich einfach hier. Der kommt nämlich jetzt zu uns und jagt uns. Oh, es ist jemand gejoint. Malulu. Er will mich unbedingt besiegen. Ich bin so low-levelig, aber er besiegt mich nicht. Okay, ich bleibe jetzt hier drinnen. Ich bin ein bisschen angsthasig mit meinem Low-Level. Ist egal, weil die Leute wollen natürlich mich als Livestreamer und Let's Player einfach handeln. Nein, nein, das ist wahrscheinlich nicht so, aber sie sehen halt, ich bin low-levelig. Jo, ich werde nicht gestream-sniped oder gelet's play-sniped. Nein, niemals. Jo, ich wollte mit euch einfach, weil nicht so viel los ist, doch ein Part zeigen, wo ein bisschen spannend ist. Ich gehe ein bisschen erkunden, sozusagen. Ich mache den Jägerberuf, also derjenige, der die anderen so nervt. Aber ich greife sie nicht an, ich schaue nur zu, was sie machen. Also ich greife noch nicht an, weil ich sonst sterbe. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil ich ja von anderen Jägern, dankeschön für die Jägers, ja, Kontos, ja, also es ist witzig. Ich hoffe, es macht euch Spaß gerade, mich so zu fehlen sehen, beziehungsweise einfach zu genervt sehen. Aber jo, dankeschön für die Unterstützung und auch für das Verlangen. Ich mache natürlich gerne mehr Videos, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger für mich, jetzt viel aktiv zu sein, wenn wir so unterlegen sind. So, es sind eben alles eigentlich Argentinier, die spielen, vor allem jetzt um die Zeit. Ich wollte eigentlich mit diesem Eisen-Ding reden, aber der ist nur Spanisch und Englisch vielleicht noch ein bisschen. Ja, ja gut, ich weiß nicht, ich tue jetzt einfach mal mich ein bisschen... Ich gehe dem mit, weil er auch so einen Helion hat. Ich gehe einfach ein bisschen mit dem. Was ist der? Ritter, okay. Das ist jetzt nicht so gut, wenn ich nur mit ihm... es sind zwei Ritter bei uns. Ich weiß nicht. Ich gehe auf eigene Faust. Ich gehe mal nach Herbert oder so. Ich habe irgendwie das Lustgefühl einfach zu erkunden. Ich muss aber schauen. Ich habe hier noch die Quest. Weil ich habe die Quest abgedeckt gestern. Ich habe da diese Schlaufenbänder bekommen hier. Ja. Und 12 Stück sogar. Und jetzt möchte ich das nochmals machen. Dafür muss ich aber wieder andere Spieler töten oder mithelfen töten. Meine Güte, ich sag's immer wieder, aber ich mache ja die Keys noch nicht so gut. Ich bin nicht schuld, dass ich sage, ich mache Keys, gell? Liebe Community. Nicht persönlich nehmen, ich kille euch nicht, Sürzen und Ignis. Ich spiele nur mit euch, ich verlangsame euch und so. Ich mache keinen Schaden, also macht bei mir auch keinen Schaden. Ich bin sowieso... Vorgestern im Livestream immer so gewesen. Ich bin nur der Kameramann, geht nicht auf mich. Ich mach das nicht. Richtig schwul. 20 unterschiedliche Spiele von irgendeinem feindlichen Reich. Ja, das haben wir easy geschafft das letzte Mal. Und das ist wahrscheinlich immer wiederholend. Ich glaube nicht, dass das steigert sich. Oder habe ich nur 15 gebraucht? Nein, ich habe 20 gebraucht, genau. Tut mir leid, ich bin gesundheitlich recht angeschlagen. Ich tue jetzt gerade hier dann mal schleichen und mich unsichtbar machen. Und es ist einfach, ich bin jetzt gerade momentan am mich Augen schonen. Ich muss dunkel haben und Fenster zu haben. Ich kann nicht nach draußen, weil sonst meine Lunge und alles Mögliche, meine Augen sehr empfindlich tun. Halt einfach Probleme haben. Und da kann ich natürlich nicht so mega gut, ohne zu stören oder so, Let's Playen oder Livestream. Also wenn ich einfach inaktiv bin, dann liegt es an der Krankheit, weil ich möchte aktiv sein. Ich möchte euch helfen. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Lol. Ich habe den falschen Skill eingesetzt. Dankeschön für die Ablenkung, lieber Zuschauer. Troll da. Du bist ein Troll, ja. Du bist schon ein Troll, ja. Troll des Krieges. Also ich muss das machen. Jo, ich bin eben noch nicht so drin beim Jäger wieder. Ich mache euch immer wieder etwas Freude. Es wurde verlangt, dass ich einen Barbar spiele. Ich habe den Barbar im Livestream gespielt. Jetzt gerade habe ich wieder die Ringe nicht dort, deshalb kann ich jetzt gerade wieder nicht gut Barbar spielen. Ich kann es im nächsten Part wieder zeigen. Aber ich wollte eigentlich noch den Hexenmeister wieder weiterleveln. Der ist ja am zweitniedrigsten mit Level 42, 43 ungefähr oder so. Und genau deshalb, möchte ich einfach, ich möchte euch die Abwechslung gönnen. Ich möchte euch eine Freude machen können. Nur, wie kriege ich Items, wenn die Items nicht angeboten werden, wenn ich nicht an Items kommen kann? Das ist das Problem. Wir müssen auch irgendwie mehr farmen und so, damit wir Items bekommen. Und das möchte ich natürlich euch nicht unbedingt zeigen, wie ich Monster verkloppe. Oder Dungeons mal. Ich versuche mal kurz in diesem Livestream, Let's Play noch einen Dungeon zu machen. Aber genau, das ist halt einfach das Problem. Das Spiel ist nicht dafür geeignet, zu Livestreams und zu Let's Playen machen, oder? Ich kann euch nicht so viel wegen dem Game zeigen. Es ist einfach das Game. Man ist nicht gut genug, weil man nicht allzu viel spielen kann als Livestreamer und Let's Player. Weil man halt auch ein Real Life hat. Andere spielen viel mehr, sind halt immer viel besser. Und dann wird man runtergemacht. Und das ist das Problem, dass ich auch vielleicht nicht gerade so aktiv sein will. Weil sonst werde ich runtergemacht von vielen toxischen Fans. Das ist einfach so. Ich bin ein harter Typ. Aber ständig irgendwie dann gestreamsniped oder irgendwie im Vordergrund zu sein auf dem Discord-Forum, Taverne, also der E-Taverne und so, ist für mich jetzt nicht gerade das, was ich möchte, oder? Aber die Fans wollen, also nein, nicht die Fans, meine Fans oder so, also meine Zuschauer, meine Livestream-Zuschauer, die sind ja nicht unbedingt immer Fans, die wollen's, und die Regnum-Fans, die wollen's nicht, weil, ja, sie wollen ja nicht, dass einen Drago Basler das Spiel auch manchmal ein bisschen kritisiert oder so. Sie wollen nur, dass ich immer lobe. Und wie soll ich ein Spiel loben, das nicht für mich gemacht ist, oder? Ich kann nicht farmen, ich kann nicht gut sein, weil ich einfach nicht gutes Equip habe. Ich kann nicht viel spielen, weil die Gegner und die Mitspieler fehlen. Was soll ich tun? Ich kann ja nichts dafür, liebe Regnum-Fans. Also an mir liegt es nicht, dass ich das Spiel kritisiere. Das Spiel ist einfach nicht gemacht dafür. Und dann wollen die Fans von mir halt immer die Parts sehen. Und die Fans vom Spiel wollen mich immer wegsehen. Und das ist halt immer blöde. Aber gut. Ich mache weiter, weil meine Zuschauer es verlangen. Fertig. Und scheinbar habt ihr Spaß damit. Ihr müsst es nur wollen, also ihr müsst nur nicht immer die ganze Zeit gegeneinander etwas tun oder vor allem gegen die gegen diejenigen, die euch helfen, das Spiel bekannter zu machen und Freude machen. Und wenn ihr halt merkt, oh, der Drago ist jetzt gerade nicht so in Stimmung, dann tut ihm doch helfen. Anstelle ihn rund zu machen, dann geht es ihm wieder besser. Das ist immer so eine Sache, oder? Bogenschütze 2, 280 Meter Südwest, okay. Merke ich mir. Das merke ich mir, dass ihr dort seid. Ihr zwei Halunkenjäger oder Schützen. Ja, ja. Also es ist wirklich nichts los, liebe Zuschauer. Nichts. Hey, es ist Nachmittag. Ihr müsst online sein. Kommt alle immer ständig online und stream-sniped oder Let's Play-sniped den Drago, killt ihn. Liebe Feinde von Drago Basler und von den Alsen. Von uns Alsen. Ihr seid zahlenmäßig total überlegen. Kommt. Kämpft gegen uns. Unfair. Nein, nein, macht es fair. Also wenn die Syrten viel online sind, geht ihr Syrten dann einfach weg. Geht offline. Oder macht nicht mit, schaut nur zu wie ich. Ja gut. Ich dachte, hier wäre das los. Wo ist denn Herbert das los? Ich hätte nach Sama gehen sollen. Mit dem anderen zusammen. Nach Norden 130 Meter. Was? 330 Meter Norden? Das ist doch mehr. Der ist wahrscheinlich bei der Windmühle nördlich vom Fluss. Ah nein, der ist auf der Insel vielleicht. Es ist cool als Jäger, aber es ist doch nicht so spannend, wie ich dachte. Gerade. Weil einfach die Spieler fehlen. Ich könnte wieder aufs Pferd gehen. Oh, ja, aufs Pferd. Vor allem aufs Pferd. Ich denke immer noch, ich bin der Ritter mit dem schwarzen Pferd da. Nö. Ich gehe einfach auf den Löwen. Auf den schönen Löwen. Den habe ich ja gewonnen in einem Weihnachtsevent. Wisst ihr das noch? Ich habe es doch gelivestreamt oder geletzplayt, oder? Habt ihr das noch im Kopf? Beziehungsweise könnt ihr das mal nachschauen, wann das war? Das war, glaube ich, 2022 noch, im Dezember 2022 oder 2021. Oder 19, könnte es auch noch schon gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich das einfach dann geschenkt bekommen von einem Weihnachtsbaum, einem großen, glaube ich, oder so. Ich war beim Aggersburg fort und habe so einen großen Weihnachtsbaum drücken dürfen durch einen anderen Spieler. Den musste man eigentlich entweder kaufen oder einfach irgendwie gewinnen. Und dann hat man für ganz viele Spieler, glaube ich 20 oder 30 Spieler, so einen Weihnachtsbaum zur Verfügung gehabt. Und das war im Winter nicht, gell? Weihnachtsbäume waren im Winter nicht. Oder doch, ich habe es einfach verpasst. Auf jeden Fall. Jo. Natürlich kann man das nicht so gut merken. Keine Spuren gefunden. Nicht mal Spuren. Nicht mal Spiele gefunden. Ja. Ich gehe hier rechts herum, denke ich mal. Also die anderen sehen mich auch nicht, die NPCs, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall ist das schon cool. Das Gameplay ist cool, aber sehr unfair gegenüber anderen. Vor allem, ich habe einen Jäger getroffen, der mich einfach mal mit so 3, 4 Schlägen, also Stiche, getötet hat. Ich habe Dauer gestunt und habe dann noch 2, 3 starke Attacken bekommen. Einer war halt noch diesen Vipernpfeil da. Und dann habe ich den dort noch gleichzeitig gehabt. Jäger können mega gut sein, aber auch mega unfair. Der schießt mich einfach vom Pferd, vom Ding, Helion-Löwen und töten mich dann. Also Jäger können halt auch sehr stark werden. Durch diese unsichtbaren Angriff haben sie doch mehr Schaden, oder? Wie lange haben die mehr Schaden? Das erste Mal? Der erste Angriff nur? Oder haben sie so für 5 bis 10 Sekunden oder so? Ich weiß es gar nicht auswendig, weil ich ja Jäger auch nie gespielt habe, so richtig. Ich habe, glaube ich, immer Schützen gespielt und Barbar und Beshi. Die 3 habe ich immer gespielt. Da hat jemand in den Kommentaren, also bei Discord, geschrieben, ich würde der beste Barbar sein. Wann war ich der beste Barbar? Schreibt's mal in die Kommentare, wann war ich der beste Barbar? 2009, als ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe damals mal Regnum-Videos gemacht, stimmt. Ich war einer der ersten, der überhaupt Regnum-Videos gemacht hat. Das Spiel ist ja von 2007 ungefähr. Und ich habe schon seit 2006 oder so, also seit der Closed Beta, nein, ich weiß nicht, in Deutschland war dann wahrscheinlich noch Alpha und in Argentinien war schon Closed Beta oder so. Auf jeden Fall habe ich dann schon Videos gemacht und ich war so richtig. Ich dachte so, Regnum würde niemals Aufrufe geben. Und was habe ich 2012? So 40.000 Aufrufe oder 28.000 Aufrufe. Habe ich das vor 5, 6 Jahren mal geschaut. Wahrscheinlich jetzt schon bald 40.000. Also es lohnt sich schon extremst, aber nur, jo, ist halt wirklich die Community ein bisschen lasch gewesen. Dass einfach die Leute sich interessiert haben, aber sonst jo eher passiv waren. Es macht natürlich nicht so viel Spaß wie zum Beispiel ein Ego-Shooter oder ein anderes MMORPG, was actiongeladener und spannender ist und so. Tja, das ist nun mal so. Man ist halt einfach manchmal doch auch ein bisschen vom Spiel begrenzt und so. Vom Video machen begrenzt und vom Livestream machen, aber ich denke, es wird immer besser. Und deshalb bin ich auch so motiviert, oder? Keine Spuren gefunden. Ist mir egal, ich mache Tal nochmal. Jo, und eben, wenn es euch nicht Spaß macht, dürft ihr das Video natürlich auch nicht schauen, beziehungsweise aber weniger schauen, überspringen. Tut doch einfach, wenn es euch gerade nicht Spaß macht, ein bisschen vorspulen. Es liegt an euch, wie ihr fortspult oder das Video einfach beendet. Es liegt an euch. Ihr seid die Zuschauer. Ich bin da nicht derjenige, der sagt, oh, schaut das Video nicht. Schaut das Video doch bitte an und so Sachen. Sondern ich bin einfach einer, der euch ein bisschen etwas gönnt. Und wenn ihr Nordwest, das ist nicht so gut, wenn ich jetzt hier entlang gehe. Das ist wieder ein Jäger, der mich finden wird. Sobald ich dann wieder weniger habe. Ich gehe noch zur Manny. Ja, Manny. Genau. Und ja, wenn einfach nichts los ist, dann ist einfach nichts los. Dann dürft ihr gerne auch ein bisschen überspulen. Alter, spulen. Für das ist YouTube ja auch da. Die Videos müssen nicht ganz geschaut werden. Oder die Langeweile muss nicht gezeigt werden. Es ist einfach so. Ich rede ja, damit es nicht so langweilig ist, dass ihr vielleicht etwas erfahrt oder etwas Lustiges oder so habt. Jo, jemand ist sicher jetzt gleich bei mir. Okay, ist nicht weit weg. Ich gehe mal hier hin. Hier ist ja der Markt, aber sonst ist eigentlich hier nicht viel los. Ja? Oh, Erfahrungspunkte sind weg. Bonis. Der Boost ist weg. Komm noch ein bisschen, bitte. Okay, ist niemand hier. Ich mache einfach so mutige Sachen. Was ist das gewesen? Da habe ich irgendwas Gelbes gesehen. Ah, vielleicht. Das sind immer die gleichen Texturen übrigens. Ist okay. Ich bin ein guter Game Designer. Ich mache immer die gleichen Rauchtexturen. Oder? Ja, nicht Rauch, sondern Wüstenwind. Verwehungen. Ich bin freudig, ich bin sehr fleischig. Ich bin fleischig. Ich bin fleißig. Dankeschön. Ich mag dieses große Skelett. Wer ist hier gestorben? Der goldene Drache? Wir sind in der Vergangenheit, wenn wir Wünsche annehmen. Das ist sicher der goldene Drache gewesen. Oder sein Opa. Sein Vater. Luke. Ich bin dein Vater. Nein, es heißt ja nicht, ich bin dein Vater, sondern... Was sagt er? Nein, er sagt nicht Luke, sondern Schau oder so etwas. Das ist irgendwie Luke und Luke wurde irgendwie vertauscht oder so. Keine Ahnung mehr. Habe ich vor 20 Jahren mal erfahren. Nee, schon ein bisschen früher, aber... Ja, ja. Oh, Knochen! Hier liegen Knochen herum. Das ist so cool. Hier ist ja der Imperia Castle. Das Imperia Castle. Und das ist der Vulkan. Hä? Und das da? Also es ist ein Baum und das da? Ist das schon her? Ist das schon, sag schon, Algaros? Berg? Ja, ich muss unbedingt wieder die Sichtweite höher machen, stimmt. Die INI-Datei manipulieren. Das war früher mal illegal scheinbar. Also die Leute wollten es nicht anhaben. Und haben dann geschrieben, es sei illegal und so. Aber stimmte gar nie. Also ich habe als Game Master damals auch immer die Sichtweite höher gemacht. Weil die Spiele sind sowieso nur 20 Meter sichtbar. Und 45 Meter. Also es ist nicht böse, wenn man die Sichtweite höher stellt. Wieso? Es ist schöner. Das macht doch nichts. Das macht doch der Sichtweite nichts. Das macht doch nicht den Spielen etwas Positives. Also dass man... Ja. Okay, ich sehe, dass ich kann halt nicht immer einen Part machen und ich bin nicht immer so konzentriert, um irgendwas zu sagen. So zu viel denken. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, hier eine Runde zu machen, aber es sind einfach keine Spieler da. Es passiert einfach gar nichts. Also kann ich halt auch nicht so ein gutes Video machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber so langsam, ja, 20 Minuten. Ich könnte noch 10 Minuten herumtrödeln. Aber was soll ich machen? Es ist halt einfach nicht viel los. Jo, ich habe nicht immer Zeit. Am Abend könnte ich schon, aber dann sind wieder viele Syrten und Igen online. Dann kann ich auch wieder nicht Videos und Livestreams gut machen. Und ich habe ja einen Livestream gemacht, wo auch nicht so viel los war, aber schon ein bisschen erfolgreicher war. Und ich mache gerne dann wieder einen Livestream, wenn wieder etwas los ist. Schreibt es am besten mal bei Discord, in meinen Livestream-Channel, Livestream-Let's Play-Channel. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung hoffentlich. Und ja, sicher. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs auch ein bisschen Spaß haben, wenn ihr es hattet. Und tut mir leid, dass es einfach nicht mehr los ist. Am besten einfach selber auch mal spielen und den Leuten ein bisschen motivieren geben. Nicht nur ich. Sonnenstart des Blitzes. Okay. Ja. Oh. Wow, Level 39. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Macht euch einen schönen Tag. Spielt auch ein bisschen Regnum. Das motiviert vielleicht ein bisschen. Und sonst spielt etwas anderes, damit ihr Freude habt. Tschüss.